Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Politiker, wie sie als Jugendliche aussahen. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Kategorie. Wir haben 5 Bilder rausgesucht von ganz berühmten Politikern, die eigentlich jeder kennt. Das soll jetzt auch eine kleine Videoserie werden. Wir werden also immer wieder 5 Bilder von berühmten Politikern raussuchen. Und ja, es ist ja manchmal nicht zu glauben, dass diese großen, mächtigen Politiker, die über unsere Lebensweisen bestimmen, die bestimmen, wie geht's voran im Klimawandel, wird Krieg geführt, ja oder nein, wird eingegriffen im Sinne der NATO, ja, der US-Präsident hat eine unglaubliche Macht auf dieser Welt und bestimmt natürlich auch das Leben von uns allen. Und deswegen ist es umso schöner, wenn man da mal so einen kleinen Einblick in die Persönlichkeiten ja reinfinden kann und dort auch über Bilder, denn Bilder sagen ja oftmals mehr als 1000 Worte, dann auch mal sehen kann, wie sah dieser Mensch aus, ja, als er noch nicht dieses Alter von heute erreicht hatte. Deswegen jetzt viel Spaß mit Politiker, wie sie als Jugendlicher aussahen. Ja, dann geht's auch direkt los mit Markus Söder. Ich glaube, den kennt mittlerweile jeder, spätestens nach Corona, der Ministerpräsident aus Bayern oder in den Auseinandersetzungen mit Armin Laschet. Seitdem ist Markus Söder, glaube ich, jedem in Deutschland bekannt und das ist ein altes Abiturfoto, so schrieb er es auf Twitter. Und ich glaube, dass er damit einen ganz guten Stand bei den Mädchen in seiner Klasse hatte. Denn ich glaube, er sieht doch schon ganz passabel aus. Aber die Bewertung, die sei jetzt natürlich jedem selbst überlassen. So auf jeden Fall Markus Söder, als er jung war. Dann kommen wir zu Olaf Scholz, den aktuellen Bundeskanzler von Deutschland. Ja, glaube ich, sollte auch jeder kennen. Jetzt schon mehrere Monate der Bundeskanzler von Deutschland. Im Moment verfolgt mit gemischten Gefühlen aufgrund der Ukraine-Russland-Situation und des Wegduckens des Bundeskanzlers, zumindest bis jetzt. Aber inhaltlich wollen wir darauf natürlich nicht so sehr eingehen, sondern eher auf seinen Lockenkopf, den er früher noch besaß. Das war dann wirklich aus den jüngeren Tagen von Olaf Scholz. Es gibt auch noch Bilder, wo er mittleren Alters war. Dort war er dann etwas korpulenter, also hatte etwas mehr Kilos auf den Rippen und da fing so ganz langsam der Haarausfall an. Aber trotzdem hatte er dann noch relativ viel Haupthaar. Hier aber natürlich noch ein prächtiges, gutes Volumen mit vielen Locken bei Olaf Scholz. Ja, als nächstes kommt Christian Lindner, ein jüngeres Foto von Christian Lindner. Und ich fand das ganz interessant, denn hier hat er ein Alter, wo er tatsächlich fast schon älter aussieht als im Moment. Das liegt natürlich daran, dass Christian Lindner vor einigen Jahren eine Haartransplantation hat durchführen lassen. Und das würde man wahrscheinlich in der Jugendsprache als Glow-up bezeichnen und so ist es natürlich auch, denn das Ganze hat ihn natürlich jetzt viel jünger aussehen lassen mit diesen neuen Haaren und der ja damit besseren Frisur. Hier sah man also noch ein paar Geheimratsecken, aber auch die Züge von Christian Lindner sind, glaube ich, gut zu erkennen. Also ich glaube, auch jeder hätte ihn auf diesem Bild wirklich erkannt. Ja, dann kommen wir zur Ex-Kanzlerin Angela Merkel hier in jüngeren Jahren, ja, auch da sah sie eigentlich schon recht alt aus. Ja, vielleicht das damalige Pendant zum Philipp Amthor, aber auch das sei natürlich jedem selbst überlassen. Eine, ja, kurze Frisur, wie sie dann damals vielleicht auch in war. Man sieht natürlich das Gesicht, das sieht deutlich jünger aus. Das muss man schon sagen, also da zeichneten sich nur relativ wenige Falten ab und auch diese Form der Mundwinkelfalten, die waren dann damals natürlich auch noch nicht vorhanden. Die haben sich dann auch über die Jahre natürlich aufgebaut. Ja, Angela Merkel in ihren jüngeren Tagen. Und dann haben wir als letztes Jens Spahn, den sollte auch jeder kennen, der ehemalige Gesundheitsminister aus der CDU, Vorgänger von Karl Lauterbach. Jens Spahn, hier auch mal ohne seine Brille. Ich glaube, man kann ihn auch ganz gut erkennen. Ja, also man sagt ja eigentlich immer, der sieht so ein bisschen aus wie Bert aus der Sesamstraße. Ich finde, das passt wirklich ganz gut. Also da kommen echt Gefühle und Erinnerungen hoch aus den alten Tagen. Und man erkennt ihn aber auch wieder. Also ist, glaube ich, nicht so schwer, denn grundsätzlich da im Profil hat sich nicht so viel
getan. So, das waren auch schon unsere 5 ersten Bilder. Freut euch deswegen auf die nächste Folge von Politikern und wie sie aussahen, als sie jung waren. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Falls ihr noch Anmerkungen habt oder Vorschläge für andere Videos, dann gerne nach unten in die Kommentare. Und ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.